Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt: Ich bin feige. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, ja, die von sich aus sagen, ich bin feige oder ich war schon einmal feige, habe in einer bestimmten Situation keine Rückgrat gezeigt, keine Haltung gezeigt und es tut mir leid, ich kann es vielleicht nicht wieder gut machen, wie auch immer. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, ich bin feige, 0800 220 550 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Wir sind im Moment noch unter uns hier auf 1Live und in 14 Minuten ungefähr kommt auch das WDR-Fernsehen dazu. Erste Anruferin ist Henriette und Henriette ist 59 Jahre alt. Hallo, Henriette. Ja, hallo, Domian. Ich grüße dich, guten Tag. Ich möchte zu dem Thema, ich bin feige oder ich war feige, sagen, dass ich das sehr bereut habe oder heute bereue. Ich habe es versäumt, zu Lebzeiten meiner Mutter zu ihr zu fahren, um mit ihr über meinen Vater zu sprechen. Ja. Und das ist eine Sache, die mich, je älter ich werde, immer mehr belastet. Ja. Wann ist deine Mutter gestorben? Meine Mutter ist 1975 gestorben. Ja. Und ich bin in Norwegen geboren. Sie war in Norwegen bei der Organisation Todt stationiert. Und da hat sie meinen Vater kennengelernt. Was ist das für eine Organisation? Das war ja im Krieg, die Straßen und Tunnel gebaut haben in Norwegen. Ach so. Und da war sie in einem Lazarett Köchin. Mhm. Und da hat sie meinen Vater kennengelernt. Und Der Vater war Norweger? Nein, Deutscher. Deutscher. Mhm. Vermute ich. Also ich weiß überhaupt nicht. Das heißt, du bist ohne Vater aufgewachsen? Ja. Und du hast Zeit deines Lebens nicht mit ihr darüber gesprochen? Ja, ich bin bei ihrem Bruder aufgewachsen. Die haben mich 1948 adoptiert. Ah ja. Das heißt, deine Mutter wollte dich nicht? Ja, sie war ja alleine. Mhm. Und das war nach dem Krieg. Und wie das dann so ist. Wie war denn dein Verhältnis, während du Kind warst und Jugendliche, zu deiner Mutter? Hast du die ab und zu besucht mal? Nein, das war's ja. Ich habe keinen Kontakt gehabt, außer Ach so. Brieflich. Ah, ja. Ich habe sie gesehen, als ich 9 war. Da war meine Adoptivmutter im Krankenhaus. Da hat sie uns kurz besucht mit ihrem Mann und der anderen Tochter. Ja. Und da gab es aber auch kein Gespräch. Und dann hat sie mich alleine besucht, als ich konfirmiert wurde, 1960. Ich frage jetzt nochmal, du bist aufgewachsen bei dem Bruder deiner genau, Mutter? Genau, die haben mich adoptiert. Die und die hatten aber auch keinen Kontakt miteinander dann, die beiden, die Geschwister? Nein, es war so, ich kann mich entsinnen, als meine Mutter mich damals dort abgeliefert hat, es war immer Streit. Es war wie man das als kleines Kind schon mitkriegt, es war immer irgendwie Unfrieden. Als du denn älter wurdest, wurde dann der Kontakt etwas näher zwischen dir und deiner Mutter? Wir haben uns zwar immer geschrieben und das ist eigentlich immer daran gescheitert, dass ich sie gebeten habe, mir doch etwas über meinen Vater zu sagen. Ach so, und das wollte sie und nicht. Und das hat sie ums Verrecken nicht gemacht. Ja. Als du dann erwachsen warst, ja. Habt ihr da auch nur geschrieben? Ja, wir haben immer geschrieben, weil ich auch, da war ich feige, einfach zu ihr zu fahren und sagen, komm, was ist? Weil ich eigentlich im Unterbewusstsein immer geahnt habe, dass sie nichts sagen würde. Oder dass du, oder dass sie vielleicht irgendetwas sagen würde, vor was du Angst hast? Das eigentlich gar nicht. Das gar nicht. Nein. Also weil du im Unterbewusstsein wusstest, die sagt eh nichts. Ja, die sagt eh nichts. Die aber war dann, so verstockt und aber dann ist es doch nicht feige, Henriette. Dann ist es doch eigentlich irgendwie eine Folge einer normalen Überlegung. Dann nach dem Motto, es hat eh keinen Sinn. Ja, aber. Aber du meinst, du hättest es trotzdem machen sollen. Ja, das sage ich mir heute. Aber wenn du mir erzählst, dass du dein ganzes Leben lang mit der Frau nur ab und zu mal Briefe geschrieben hast. Und sie immer zugemacht hat. Ja, sie hat mich beschimpft und was nicht alles in Briefen. So. Obwohl wir uns ja eigentlich gar nicht kannten. Deine Mutter war eigentlich eine fremde Person für dich. Absolut. Und sie hat auch geschrieben, also deinen Vater will ich gar nicht sehen und solche Dinge. Ne? Dann glaube ich jetzt mal, sage ich mal so
aus der Ferne heraus, dass das völlig sinnlos gewesen wäre, wenn du zu ihr gefahren wärst. Ja, das habe ich im Unterbewusstsein immer gehabt. Ja, und deswegen finde ich das auch nicht besonders, ich finde das nicht sehr feige. Also, aber es belastet mich unheimlich. Ja, vielleicht könntest du dann noch sagen, na gut, ich habe das auch noch versucht, aber mehr auch nicht, weil dabei rumgekommen wäre wohl nichts, wie du selbst meinst. Ne? Ja. Wie ist es denn, hat denn dein Adoptivvater, also der Bruder deiner Mutter, wusste oder weiß der denn nichts? Nein, die haben auch nichts gewusst. Gar nichts. Die haben nur immer vermutet, dass der mein richtiger Vater verheiratet war und dass sie deshalb nichts sagen wollte. Ja. Und das ist meine Vermutung. Ich habe also zwei Fotos von einem Port-au-Prince-Unteroffizier, wo dann hinten eine Widmung draufsteht, einmal von 1941 und einmal von 1944. Da steht Hermann drauf. Aber jetzt finden Sie mal in Norwegen im Reichsarchiv einen Hermann. Ja, das ist natürlich. Das habe ich alles versucht. Ja, ich habe die schon immer dort oben durcheinander gebracht. Ich muss eben rechnen, 1975, das ist ja schon eine ganze Weile her, als deine Mutter gestorben ist. Ja. Dann ist sie nicht sehr alt geworden. Sie ist Jahrgang 1913 gewesen. 1913. Sie hatte also Krebs. Ja, ja. Und sie hat, was ich dann nach ihrem Tode auch erfahren habe, von der Stiefschwiegertochter, sie hat eigentlich alle gegeneinander ausgespielt. Sie hat mir zum Beispiel immer gesagt, wie toll jetzt die Christiane, ihre andere Tochter ist, was sie alles mit ihr unternehmen und wie toll die sind. Und ich bin so böse, weil ich eben mich nicht gekümmert habe. Und andererseits hat sie dann gegenüber ihren Leuten in Hannover das Gleiche von mir erzählt. Und das Ende war eigentlich, als es ihr so dreckig ging, die ist an Unterleibs- und Darmkrebs gestorben, da hatte sie niemanden, der bei ihr war. Da hat sie dann eine Pastorin gehabt, obwohl sie katholisch war, hat sie eine evangelische Pastorin gehabt, die dann den ganzen Nachlass an sich genommen hat. Ja. Und da waren Sparbücher bei für meine Halbschwester und für die beiden Enkelkinder. Ja. Das hat diese Pastorin über Jahre bei sich behalten und wollte dann aber an die Konten ran. Das hat mir der Sparkassenleiter erzählt. Ja. Aber sie kam ja nicht ran. Ich will mal fragen, Henriette, das ist, wie gesagt, 1975 ist deine Mutter gestorben. Ja. Das ist ja schon verrückt, dass du heute, wir haben jetzt 2005, das sind 30 Jahre sind vergangen, dass du dir da immer noch den Kopf drüber machst. Ne? Dass du immer noch sagst, ich war feige und ich hätte das machen sollen. Das ist ja schon erstaunlich. Ja, aber es ist, je älter ich werde, desto näher rückt das alles. Ich weiß nicht, wie ich das so erklären soll. Ja, man denkt vielleicht noch intensiver über sich nach, über die Wurzeln, über das Leben. Und das kann man auch keine Wurzeln hat. Ja, das kann ich verstehen. Ich meine, die Zeit bei ihrem Bruder, die war nun auch nicht sehr erfreulich. Das heißt, du hast auch keine schöne Kindheit gehabt? Absolut nicht. Nicht. Ja. Meine Adoptiveltern haben mich zwar als kleines Kind, ich war ja niedlich mit Zöpfen und so, wie das früher halt war und tolle, wurde dann überall rumgezeigt, das ist das adoptierte Kind von Fritz und so weiter. Und dann wurden sie als die guten Leute dargestellt. Naja, und ich war dann diejenige, die immer dankbar sein musste. Aber es war dann eben so, weil mein Vater was getrunken hatte, dann wurde er aggressiv und dann ging immer der Griff zum Schrank. Da lag dann ein Stück Gummi, Schlauch und damit habe ich sie gekriegt. Manchmal ohne Grund oder es wurde ein Grund geholt. Lebt dieser Stiefvater noch? Nein. Nee, der lebt nicht mehr. Nee. Wie war da dein Verhältnis später, als du erwachsen warst? Ja, ich bin ja mit 17 aus dem Haus. Bist du raus? Und also ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, diesem zu entgehen. Was ich musste als Neunjährige, da hatte ich Masern. Da lag ich auf dem Sofa in der Küche, weil früher, wie es war, diese großen Wohnküchen. Und da lag ich dann mit Fieber und dann kam mein Vater auch später abends nach Hause und meine Mutter, die hat sich immer aufgeregt, wenn er später kam und dann hat sie gesagt, Fritz, wo warst du so lange? Und dann ist er auf meine Mutter los und hat sie gewürgt. Ja, wie schrecklich. Und ich natürlich in meiner Angst ins Treppenhaus und habe Hilfe gerufen und anschließend habe ich dann wieder den Gummischlauch zu spüren gekriegt. Also es kommt alles wieder hoch, wenn man darüber redet, auch wenn so viele Jahre vergangen sind. Ja. Also Henriette, was aber diese eine Geschichte anbelangt, möchte ich dir so von meiner Seite aus sagen, ich finde das nicht feige. Ich finde, also feige nicht. Es war wahrscheinlich klug sogar, um dir nicht nochmal eine Abfuhr reinzuholen. Ja. Also
ich glaube, dass man das mit Feigheit nicht benennen kann. Obgleich ich schon verstehen kann, dass du natürlich Sehnsucht hast, das irgendwie ja, zu erfahren, woher deine Wurzeln sind und woher du kommst. Ja, und das ist ja so, man hat niemanden, wo man zugehört. Ja, ja. Das ist das. Ja. Ich musste mir ja früher schon anhören, durch die Wände, abends, wenn sich meine Eltern unterhielten, ja, die gehört ja nicht zu uns. Mhm. Das habe ich als Kind anhören müssen. Also ich habe ja nie jemanden gehabt, wo ich mal zugehöre. Mhm. Henriette, ich mache mal einen Vorschlag. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Ja. Dann kannst du nochmal ausführlicher mit meiner Psychologin sprechen. Ich sage dir nochmal, dass ich dich nicht feige finde. Es tut mir leid, dass da so viele Sachen vorgefallen sind. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und alles Liebe. Ja, danke. Du legst auf und wir rufen nochmal an, okay? Dankeschön. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann warten wir darauf, dass das WDR-Fernsehen sich dazu schaltet. Bis gleich. Meine lieben Fernsehzuschauer, euch grüße ich auch herzlich. Willkommen bei Lomia, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen zu spät, ein bisschen später im Fernsehen. Wir bitten das zu entschuldigen. Aber nun sind wir ja alle da. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin feige. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von sich aus sagen, ich bin feige. Ich traue mich, dieses oder jenes nicht zu tun oder zu sagen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die sagen, ich war feige in meinem Leben. Es gab da Situationen, da habe ich kein Rückgrat gezeigt, da bin ich eingeknickt, weil es für mich einfacher war, weil ich Vorteile hatte. Und im Nachhinein tut mir das alles sehr leid und belastet ausgesprochen mein Gewissen. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema Feigheit, ich bin feige, sprechen wollt, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de plus Telefonnummer, mailen plus Telefonnummer. So, es geht weiter mit Jürgen. Jürgen ist 33 Jahre alt. Hallo, Hallo. Namensvetter. Hallo. Hallo, grüß dich. Ja, Jürgen, ich bin feige. Du bist feige. Ja, ist ganz schnell zu erzählen. Wo ich 12 Jahre alt war, habe ich meinen Vater im Keller gehängt gefunden. Mhm. Naja, war kein schöner Anblick. Und jetzt auf das Thema zu kommen, ich bin feige. Naja, ich fand mich damals feige, weil ich konnte einfach nicht von dem Strick darunter schneiden oder runter machen. Mhm. Also du warst alleine und kamst in den Raum. Genau, ja. Und da hast du deinen Vater dort hängen sehen. An der, an der Decke hängen sehen oder an was? Im Kellerraum. Also ja, an der Decke im Kellerraum? Ja, also er war auf einem Biertragel und hat sie halt mit dem Strick erhängt. Also ja. War er in dem Moment, so deines Erachtens, soweit du das damals beurteilen konntest, war er da tot? Nee, er war da nicht tot. Weil er war nicht tot. Danach bin ich raufgegangen, im zweiten Stock. Also lass mich mal fragen, wie hast du das gesehen? Hat er sich noch bewegt? Hat er noch die Augen offen gehabt? Oder was war? Er hat mich angeschaut. Also ich habe seine Augen gesehen. Mhm. Und habe an seine Augenglieder praktisch gesehen, dass er noch lebt. Ja. Also bin nicht näher hingegangen. Ja. Ich war halt,
ganz starr vor Schreck, ja, sag ich mal. Schock. Ja, genau, Schock. Klar, wenn man als Zwölfjähriger den Vater erhängt, ja, sieht und dann weiß man ja gar nicht, was man tun soll. Du bist dann nach oben gelaufen? Ja, ich bin dann in den zweiten Stock, wo wir gewohnt haben, also es war ein Mehrfamilienhaus, bin ja in den zweiten Stock. Mein Vater hat damals eine Freundin gehabt aus dem Schwarzwald. Mhm. War da ja vorher gestanden, hab gesagt, ja, ich habe gar nichts rausgebracht im ersten Moment. Mhm. Hab dann nur zu ihr gesagt, ja, der Vater ist da im Keller und er hängt da. Mhm. Ja, dann ist sie gleich mit dem Messer runtergegangen, hat ihn losgeschnitten. Mhm. Dann ist er schnell wieder hochgekommen, hat den Notarzt gerufen. Mhm. Dann ist der zwar gekommen, konnte aber nur noch, also Wiederbelebung hat nichts gebracht. Er konnte halt nur noch feststellen, dass er... Jetzt machst du dir die Vorwürfe, dass du sagst, wenn ich in dem Moment etwas unternommen hätte, hätte er vielleicht überlebt. Ja, in dem Sinn schon, aber ich meine, als 12-jähriger Junge, sage ich jetzt mal, reagiert man vielleicht ganz anders als jetzt. Also ich bin etwas irritiert bezüglich des Begriffs Feigheit. Feige ist das doch nun wirklich nicht. Ja, also sagst du jetzt schon, sag ich jetzt mal. Aber wie gesagt, jetzt bin ich selber Familienvater, habe eine kleine 3-jährige Tochter. Mhm. Umso älter man wird und die Vorgängerin, was du jetzt gehabt hast von mir, ja, was da gesprochen hat, da kann ich irgendwie mitfühlen, sag ich jetzt mal. Ja. Ist mir schon klar, dass man sich da wahrscheinlich 1000 Gedanken macht und 1000 Vorwürfe. Aber lass uns das doch nochmal im Einzelnen durchgehen. Du als 12-jähriger Junge kommst in den Keller, das muss man sich erstmal vorstellen. Das ist ja für einen Erwachsenen schon ein ungeheurer Schock, wenn man einen Angehörigen dort hängen sieht. Ja. Als Kind und als 12-Jähriger ist man ja noch ein Kind, ist das ja noch ungleich schlimmer. Ja. Da ist es doch irgendwie, finde ich, völlig nachvollziehbar, dass man dann dahin rennt, wo man um Hilfe bittet. Du bist nach oben gegangen und hast deinen Leuten was gesagt. Du hättest, selbst wenn du unten geblieben wärst, hättest du da ein Messer gehabt oder irgendwas zum Schneiden? Nee, ich hätte da nichts gehabt. Also ich bin da unvorbereitet da runtergegangen, sag ich jetzt mal. Ich habe zwar, wo ich runtergegangen bin, die Kellertreppe, irgendwas schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Was genau, wusste ich nicht. Also im Klartext, Jürgen, hättest du doch auch gar nichts machen können, selbst wenn du in dem Moment gedacht hättest, ich muss hier jetzt was machen. Mhm. Oder? Ja, schon, aber wie gesagt, man macht ja die Vorwürfe. Also ich habe nur 5 Geschwister, die waren da alle schon aus dem Haus, die waren alle älter. Haben die dir denn auch Vorwürfe gemacht? Nee, sie haben mir keine direkten Vorwürfe gemacht, sondern ja, mehr indirekte, sag ich jetzt mal. Aber in meinen... Finde ich völlig unbegründet, wirklich, völlig. Das, also jeder noch, ich denke mal, jeder, der das so aus der Ferne, aus der Distanz sich anhört, wird sagen, was soll denn der Junge da machen? Du hast das, wenn du jetzt weggelaufen wärst, irgendwo hin, dann könnte man ja noch eher sagen, warum bist du nicht nach oben gelaufen und hast Hilfe geholt? Aber du hast ja Hilfe geholt. Ja, ich hab ja Hilfe geholt. Ja, aber ja, sofort sogar. Im Endeffekt muss ich halt dazu erzählen, mein Vater, da war ich 4 Jahre alt, da hat mein Vater einen Autounfall gehabt und da ist meine Mutter damals ums Leben gekommen. Und im Abschiedsbrief von meinem Vater hat er halt reingeschrieben, dass das ihm alles belastet hat, dass damals meine Mutter ums Leben gekommen ist. Und ich war halt da zu Hause und er ist damit mit der Situation nicht fertig geworden. Er war auch dann spielsüchtig, sag ich jetzt mal. Also er hat Automaten gespielt und ist ins Spielcasino gefahren. Hat dadurch unser Haus, sag ich jetzt mal, was wir gehabt haben, verspielt. Und ja, mei, und dann, wenn man von einem Haus, sag ich jetzt mal, von einem Einfamilienhaus, in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung zieht, belastet halt das alles. Gell? Das ist klar. Also ich wollte dich ja gerade noch nach den Gründen fragen, die hast du jetzt erklärt. Aber dennoch nochmal gesagt, dich trifft weder eine Schuld, noch würde ich den Begriff der Feigheit auf dich verwenden. Und wenn dich das jetzt, du bist jetzt da, 33, wenn das dir jetzt immer noch so nachgeht, würde ich dir wirklich auch empfehlen, dass du dir für dieses oder wegen diesem Problems eine Therapie suchst, einen Therapeuten. Ja, ich meine, das habe ich schon mal versucht. Es bringt mir in dem Sinn, ja, hat es mir nicht so viel gebracht. Wie gesagt, wenn ich mit jemandem reden tue, dann mit meiner Frau oder mit meinen Geschwistern, weil die mich halt am besten kennen. Speziell halt da meine jüngste Schwester, also die ist 10 Jahre älter als ich, sage ich jetzt mal. Und die hat mir eigentlich großgezogen.
Mhm. Ich schlage mal vor, dass wir dich mal, das heißt meine Psychologin mal anruft jetzt. Mhm. Das kann ja nicht schaden. Nee. Und dann könnt ihr beide mal ein bisschen reden. Vielleicht findet ihr gemeinsam noch eine Idee oder einen Plan, was du tun könntest. Ja, okay. Okay. Alles klar. Alles Gute, alles Liebe. Super. Und die Elke, meine Psychologin, ruft dich an. Alles klar, danke. Tschüss Jürgen, tschüss. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt, ich bin feige. Ich möchte mit Feiglingen reden. Vielleicht sagen auch, so wie gerade von Jürgen, vielleicht sagen auch einige von euch, ich bin feige, und so objektiv betrachtet von außen war das gar nicht feige, aber ihr empfindet es als Feigheit. Wie auch immer, aber vielleicht war es auch wirklich eine feige Aktion und ihr schämt euch dessen. Vielleicht seid ihr im Moment in einer Lage, wo ihr sagt, mein Gott, ich bin viel zu feige, um den Mund aufzumachen. Ich traue mich nicht, gegen meinen Partner vorzugehen, gegen meinen Chef vorzugehen. Ich ziehe wirklich alles Mögliche ein, und um nur meinen eigenen Vorteil zu kriegen, oder ich habe einfach Angst. Also, ich bin feige, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Hier ist Thomas, und Thomas ist 41 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo, Domian. Warum bist du feige? Vor ungefähr 6 Jahren habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich dann auch zusammengekommen bin. Mhm. Und das Problem, oder weswegen ich eigentlich feige war, dass ich halt nicht von Anfang an gesagt habe, dass ich auch auf SM-Sex stehe. Also nicht nur, aber eben auch. Mhm. Und ich bin auch vorher in dieser Zeit regelmäßig zu Prostituierten gegangen deswegen. Mhm. Und habe das auch hinterher getan, also während ich diese Frau, nachdem ich diese Frau kennengelernt hatte, obwohl ich die eben auch sehr geliebt habe. Ja. Ach, du bist nicht mehr mit der Frau jetzt zusammen? Mhm. Wie lange hat die Beziehung gedauert? Ja, alles in allem knapp sechs Jahre. Ach so, dann ist es noch gar nicht so lange her, dass ihr euch getrennt habt, meinst du? Ja. Mhm. Ist diese Beziehung daran kaputt gegangen, dass du zu feige warst, ihr zu sagen, hier, ich mag auch diese Art von Sexualität? Ja, das ist sie. Also erst weil sie herausbekommen hat, dass über Sachen, die sie gefunden hat von mir, dann, nachdem wir zusammengezogen sind, dass ich eben auf diese Art von Sex stehe, und sie das als Vertrauensbruch gesehen hat, dass ich ihr nicht von Anfang an reinen Wein eingeschenkt habe. Ja. Und hat sie auch mitbekommen, dass du zu Prostituierten gegangen? Ja, das hat sie dann als nächstes, das habe ich erst abgestritten, und dann hat sie es herausbekommen. Und dann 6 Jahre ist eine lange Zeit, wenn man mit jemandem zusammen ist. Wie viel Mal bist du deiner Freundin damals in diesen 6 Jahren fremdgegangen? Mit Prostituierten oder mit wem auch? Mit Prostituierten auf die 6 Jahre 20, 25 Mal. Mhm. Warum hast du es ihr nicht gesagt? Ich meine, so schlimm ist es ja nicht zu sagen, ich stehe auch auf SM. Ja, die Frage stelle ich mir heute auch, und deswegen habe ich eigentlich auch angerufen, weil ich glaube, dass ich da einen unheimlich großen Fehler gemacht habe. Mhm. Und das Allerschlimmste ist, dass man da nicht von Anfang an mit der Wahrheit rausrückt, weil im Endeffekt ist es auch gar nicht so schlimm, und es war auch gar nicht so, dass sie das auch, wir haben es dann auch zusammen probiert, aber die Tatsache, dass so viel schon vorgefallen war, die hat eben dazu geführt, dass es nicht geklappt hat. Als sie das rausgekriegt hat und als es dann in der Welt war, wie lange wart ihr da schon zusammen? Zweieinhalb Jahre. Mhm. Ich meine, da wäre ja noch eine Chance gewesen zu sagen, vielleicht packen wir das gemeinsam. Ihr habt es dann auch gemeinsam probiert, sagst du gerade? Ja. Aber das war es nicht. Weil sie es nicht wollte. Doch, das ist ja, das macht ja alles nur noch viel schlimmer. Also der erste Fehler von mir war sie, oder der zweite auf den ersten Fehler war, dass ich dann auch immer nur so viel zugegeben habe, wie ich gerade zugeben musste. Mhm. Und das ist natürlich unheimlich mühsam für einen Partner. Deswegen bewundere ich auch die Leute, die, wenn sie bei dir anrufen und erzählen, dass sie das ausgepackt haben vor dem Partner. Ist es denn so? Das habe ich einfach nicht geschafft. Ist es denn so krass, auf was du stehst, dass du dich da wirklich schämst auch vor? Nein, eigentlich nicht. Ich muss jetzt auch sagen, es gibt viele Leute in der SM-Szene, die wesentlich härter drauf sind. Also ich stehe jetzt nicht auf so blind ausgeschlagen werden oder ausgepeitscht werden oder Blut oder solche Schichten. Also mehr Sachen im Bereich Fetisch. Also eher die harmlose Nummer. Und sagen wir mal so Mittel. Mittel. Ja. Nochmal die Frage, das, was ihr denn gemeinsam ausprobiert habt, hat ihr das nicht gefallen? Doch, das hat ihr schon gefallen, und mir hat das auch gefallen. Ich hätte auch nie gedacht, dass überhaupt dieses ganze Thema SM noch eine viel intensivere Dimension bekommt, wenn man das nicht mit jemand Fremden professionell macht, klar, sondern mit jemand Vertrauten. Absolut. Aber wenn ihr das gefallen hat und das war nun mal raus, dann hätte, warum ist es dann dennoch gescheitert? Ja, weil sie immer halt gedacht hat, dass es
keine Sache zwischen uns ist, sondern sie quasi die Rolle der Fremden übernimmt und ich die fremden Frauen in ihr sehen würde. Und also von vornherein auch immer dadurch eine Distanz da war, die dieses Vertrauen hat dann wachsen lassen. Ein Psychoproblem, ne? Dass sie sich in eine Rolle gesehen hat, in der sie meinte zu sein. Also ein bisschen kompliziert. Ja, im Grunde genommen ja, aber was man hätte ausräumen können, wenn ich von Anfang an auch ehrlich und offen gewesen wäre. Das sowieso, ja klar. Aber ich versuche gerade rauszukriegen, warum es dann nicht geklappt hat, nachdem du die Wahrheit gesagt hast. Bist du denn, als sie schon Bescheid wusste und auch als ihr schon SM-Sex praktiziert habt, bist du dann auch weiterhin noch zu Prostituierten gegangen? Ja, das habe ich eben auch gemacht. Warum? Ja, weil es gab nicht in dem Maße Gelegenheit, diese Art Sex zu machen und auch die Akzeptanz, die eben dann da war, man braucht keine Fragen zu beantworten und auch die Tatsache, dass man sich irgendwie über seine Wünsche nicht so auseinandersetzen muss, man kann das dann einfach sagen, die Scham und wie gesagt, die Feigheit war immer so groß, dass ich immer nur so Karte für Karte auf den Tisch gelegt habe, anstatt das ganze Blatt und das ist eben das Mühsame gewesen. Hast du diese Frau sehr geliebt? Ja, habe ich. Ja. Umso schlimmer und trauriger ist es, dass es jetzt und vor allen Dingen deshalb kaputt gegangen ist. Ja. Weil das eine Ursache ist, warum Misstrauen gesät wurde und so weiter. Ja, und deswegen kann ich also nur jedem sagen, wer so in einer ähnlichen Situation ist, dann es ist schlimm, aber das Schlimme ist ja, man weiß ja auch, dass so viel auf dem Spiel steht. Man sagt ja nichts, weil man Angst hat, denjenigen zu verlieren und zu vergraulen, auch wenn man vielleicht sagt, sich in so einer stillen Stunde, naja, so schlimm ist es gar nicht. Aber die Angst ist halt eben da. Aber ich glaube, es gibt einfach keine Alternative. Definitiv gibt es keine Alternative. Und in deinem Fall finde ich es wirklich absurd, weil, so wie du es geschildert hast, es nur wirklich nichts Besonderes oder Schlimmes ist. Wenn du jetzt eine ganz ausgefallene Sexualität noch irgendwie nebenher praktizieren willst, kann ich es ja noch eher verstehen, dass man da erstmal vorsichtig ist und das nicht sagt. Aber mein Gott, SM, das hört man ja an jeder Ecke mittlerweile. Ja gut, aber dass ich halt auch immer noch weiter zu Prostituierten gegangen bin. Ja gut, das ist natürlich Hammer. Ja. Das hat das Vertrauen halt ausgehöhlt. Würde ich auch sagen, warst du feige. Kann man nur raus lernen, kannst du nur raus lernen, dass du in der nächsten Beziehung da gleich mit offenen Karten spielst. Unbedingt. Ja, ne? Unbedingt. Auch vorgenommen. Ja, unbedingt. Ja. Wenn man schon mal einen großen Fehler gemacht hat, kann man es nur in dem Sinne wieder für sich gut machen, indem man wirklich daraus eine Konsequenz zieht, ne? Und daraus lernt fürs nächste Mal. Nur so geht's. Ja, denke ich auch. Ja. Thomas, alles Gute für die Zukunft. Jo. Tschüss. Dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben, Hinweis in eigener Sache. Diese Woche Samstag, übermorgen gibt es keinen Promi-Talk, weil das WDR Fernsehen, glaube ich, eine Live-Übertragung von Rock am Ring macht. Und da passen wir nicht so rein mit unserer Talkshow. Aber nächste Woche, da haben wir ganz pfiffig kombiniert, nämlich, was ist nächste Woche Samstag? Nicht diese Woche, nicht übermorgen, sondern nächste Woche Samstag. Was ist nächste Woche Samstag? Nächste Woche Samstag ist Grand Prix. Gucken wir ja alle. Da haben wir überlegt, wen laden wir da ein? Na, wen lädt man da ein zum Grand Prix? Da haben wir den deutschen Superstar des Grand Prix eingeladen, nämlich unsere Nicole. Nicole ist nächste Woche Samstag mein Promi-Gast. Ich werde mit ihr natürlich über den Grand Prix reden und ich würde mich auch freuen, wenn ihr gerne mit ihr reden wollt. Und dann machen wir einen großen Dreier-Talk mit Nicole nächste Woche hier bei Domian, nächste Woche Samstag. Wolfram, 39 Jahre alt. Hallo Wolfram. Ja, hallo Domian. Hallo Wolfram. Unser Thema heute Nacht heißt Ich bin feige. Ja, also ich bin also insofern feige geworden, weil ich 6 Beziehungen hatte und alle gescheitert sind aufgrund der Penisgröße. Das heißt also insofern, man hatte die Frauen kontaktiert, man hatte eine Beziehung von einigen Wochen und wenn es lang ging, einige Wochen, und dann waren die auf einmal aufgrund dessen vorbei. Und aufgrund dessen, wenn man dann nachfragte, wieso ist das denn so passiert, dann hieß es also daher, weil der Penis zu klein wäre und man würde ihn nicht spüren. Und das Problem ist also halt, ist auch bei One-Night-Stands ist es dann manchmal also dabei geblieben, dass es dann eine Nacht war und das war es dann. Und Nachfragen hat immer das Gleiche gebracht. Das heißt also, das kann sich keiner abgesprochen haben, weil das also Frauen aus verschiedenen Gebieten auch waren. Und mittlerweile ist das zu einem psychologischen Druck geworden, dass ich also mittlerweile zu feige bin, überhaupt noch Frauen anzusprechen und einen Regenbogen um die mache. Wie lang hat deine längste Beziehung gedauert? In der Richtung 8 Wochen. 8 Wochen. Und du bist 39? Ja, richtig. Wie groß ist der Penis irrigiert? 11 Zentimeter.
11 Zentimeter. Mhm. Das ist so wie ein Kugelschreiber? Noch was weniger. Ich glaube, der hat so 14 in etwa. Ah ja, also ein bisschen. Siehst du mich im Fernsehen? Ja, ja. Sagen wir mal so? Ja, so ungefähr, ja, richtig. Ja, ja, ja so. Und der, ja. Umfang? Umfang so vielleicht 3 Zentimeter. Also auch ziemlich dünn. Ja. Mhm. Das heißt, du bist sehr unzufrieden mit deinem Penis. Genau, richtig. Und Verlängerungstaktiken oder so sind natürlich dann ein erhebliches Risiko, abgesehen vom Preis, weil man muss psychologische Gutachten führen, wenn Krankenkassen sich da beteiligen. Aber ja, halte ich auch gar nichts von. Also, soweit ich informiert bin, gibt es nach wie vor keine seriöse Methode, einen Penis zu vergrößern. Ja, und vor allen Dingen keine Erfolgsgarantie, die so auch auf gesundheitliche Garantie beruft. Also nach Aussage vieler Urologen, mit denen ich darüber gesprochen habe, hier in der Sendung schon, als wir das Thema hatten, gibt es da keine Möglichkeiten. Und die Risiken, dass es erhebliche Nebenwirkungen gibt von irgendwelchen operativen Eingriffen zum Beispiel, ist recht groß. Mhm. Das ist ja schon schlimm. Das heißt, also in all diesen Jahren ist keine einzige Frau damit locker umgegangen und hat gesagt, nee. Mir ist es egal. Nee, irgendwo nicht. Das heißt also, aufgrund dessen hat es irgendwo Unzufriedenheiten gegeben und die natürlich auch zu gesundheitlich vielleicht irgendwann dann, aufgrund zumindest psychologisch, also jetzt sexuell noch nicht, aber Tribut tragen. Aber in der Richtung ist natürlich das mangelnde Selbstbewusstsein natürlich angeschlagen und das ist natürlich auch schon... Kann ich verstehen. Wenn man im Alter von 39 Jahren so viele Abfuhren erteilt bekommen hat und letztendlich das immer wieder darauf zurückzuführen ist, oder wenn die Frauen das sogar ausdrücken, ja. Ist das auch wirklich hart? Das glaube ich, wirklich. Mhm. Aber man hatte also, sagen wir mal, in seiner Jugend, bevor man das probiert hat, damit natürlich nicht, sagen wir mal, rechnen müssen, weil man hatte zwar vielleicht Vergleiche, sagen wir mal, unter Duschen, nur da wusste man ja, okay, die fallen unterschiedlich groß aus in der Entwicklung der Erektion, nur eben das Problem ist halt, dass, wie soll man sagen, dann natürlich, wenn die Frauen gefragt sind und man fragt gezielt und man sagt keine Ausweichmöglichkeiten, was ist wirklich der Grund und dann kommt das zur Sprache, gibt dann natürlich dann den Rest und man kann das nicht so, wie sagen wir mal, eine Frau einen Busen vergrößert, weil sie eigentlich... Nee, genau, das geht nicht. Nee. Hast du denn schon irgendwelche, es gibt ja auch so seltsame Sachen mit Vakuumpumpen und so. Alles Mögliche probiert, also alles nichts. Hast du schon gemacht? Bringt nichts. Ja, also Vakuumpumpen sind also erstens auf jeden Fall auf meine Erfahrungen sehr schmerzhaft, aber haben auch kein Tribut gefordert, dass das irgendwo besser wird. Ich glaube, dass man auch Gefäßschäden unter Umständen bewirken kann damit. Ja, genau, auch diese Stretching-Dinge, die man da, die manche Leute machen, alles vorübergehen. Wenn das eingestellt wird, hört das eh wieder auf. Ja. Das ist also, hat das dazu geführt, dass du beispielsweise auch dich geschämt hast, wenn du mit einer Frau zusammen bist, dich im Licht auszuziehen und Sex im Licht mit ihr zu haben? Das kam dazu, oder auch in der Sauna oder so, dass man danach nicht mehr hinging, weil dann welche komisch guckten oder so. Ja, genau das führte dazu. Also ganz isoliert lebt, sagen wir mal. Es gibt ja immer wieder Frauen, die sagen, Mensch, auf die Größe kommt es nicht an, Hauptsache auf das Können des Mannes. Ja, das aber das glaube ich den Frauen auch nicht immer. Ich glaube, das geht vielleicht bis zu einer bestimmten Größe, aber wenn die unterschritten ist, das wollte ich gerade sagen. Ja, dann ist es natürlich bei Frauen, hört man den Spruch dann auch schon weniger. Ich habe mich mit einem Mann mal unterhalten in der Sauna, der hatte dann 16 Zentimeter und meinte schon, das wäre sehr wenig, er war verheiratet und er sagte, ach wie, das ist 11, na gut, das ist natürlich schon der Hammer, da bin ich mit 16 noch gut dran, so ungefähr. Ich denke mal, das ist auch so ein Grenzwert, 14 bis 16 ist vielleicht noch die Möglichkeit, die noch funktioniert, wie so ein Kuli oder so, aber dann, wenn es drunter wird, wird es also irgendwo eng. Ich glaube sogar, dass die Norm, ich habe irgendwas gelesen, die Norm, europäische Norm liegt bei 16 Zentimeter oder im Durchschnitt. Ja. So, jetzt bist du schon, jetzt ist es so weit, dass du sagst, ich bin schon zu feige, Frauen, überhaupt nur Frauen anzusprechen. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, richtig. Also es ist so, dass man, also es gab ja auch One-Night-Stands und wenn die nichts brachten, dann hat man sich natürlich dann auch noch schlechter gefühlt. Prostituierte bringen für mich gar nichts, weil irgendwo, man hat das mal probiert, sagen wir mal so im Alter von 20 oder so rum, weil da gab es auch bekannterweise noch kein AIDS und heutzutage, das kommt noch dazu, dann kommen noch Kondome dazu, was ja eigentlich vernünftig ist, klar, aber dann kommt noch dazu, man bezahlt, ist die Leute sind so gezielt, dass man innerhalb kürzester Zeit, sagen wir mal, dann sein Geld aus der Tasche nimmt und dann aufgrund dessen kommt das ernüchternde Gefühl, dass man sich irgendwo nicht psychisch zufrieden fühlt. Weil gibt es überhaupt so kleine Kondome für so kleine Penisse? Das ist die andere Frage. Ich meine, gut, man kann das natürlich, sagen wir mal, man braucht sie nicht ganz abrollen. Von der Seite her ist das natürlich irgendwie schon machbar. Aber sitzen die denn auch richtig?
Ja, gut, ist eine andere Sache. Man passt sich da irgendwie so rein. Mhm. Man kann natürlich die Vergleichsmöglichkeiten nicht dann sagen. Das ist schon so richtig. Jetzt bist du ja erst 39 Jahre alt. Ja, richtig. Wollen wir dir ein langes Leben wünschen? Da sind noch viele Jahrzehnte vor dir. Ja, deswegen. Also wenn man eine OP machen könnte, wäre man natürlich, aber die Angst vor dem, ich habe so viel gehört, was da schief läuft, und das hat mich natürlich dann noch irritiert. Also welche, die hatten nachher noch schlimmere dann in der Richtung. Ja, ja. Die Frage ist ja, wie geht es weiter? Sich ganz zurückziehen ist ja nun irgendwie auch nicht das Wahre. Bin gerade so im Hinterkopf am Rumspinnen. Internet ist immer gut. Internet ist eine gute Kontaktbörse. Im Internet kann man viel lügen, im Internet wird ungeheuer viel gelogen, aber man hat aber auch die Chance im Internet sehr offen zu sein, ohne vielleicht gleich einen Abfuhrteil zu bekommen. Wenn du ich sag mal einfach so, vielleicht ist es auch Quatsch, lass uns mal gemeinsam überlegen, wenn du in Chaträume gehst, um jemanden kennenzulernen, und wenn du da gleich mit, also ganz offen den Frauen gegenüber trittst und sagst, nach einer kurzen Kennenlernphase beim Chatten, pass mal auf, aber so und so, so ist das bei mir. Ja. Wäre das doch sicher eine Methode, zumindest unverspannt in so einen Flirt reinzugehen, wenn du von Anfang an gleich sagst, pass auf Mädels, so ist es. Das könnte man vielleicht probieren, ja. Das ist sehr schwer, kann ich mir vorstellen. Das könnte man in der Kneipe, kann man das nicht. Das ist irgendwie, das ist blöd. Aber im Internet kann man das machen. Das ist. Ich meine, ich überlege gerade nur nach irgendwelchen Tricks für dich, damit du nicht völlig frauenlos jetzt leben musst. Ja, ich bin auch mal bei dem FKK-Strand gewesen, da war auch so eine Horde Mädels, so von, also vielleicht so Mitte 20, und die waren dann natürlich auch am Lachen. Ja, aber an deiner Stelle würde ich ja nun wirklich auch nicht an den FKK-Strand gehen. Ja, das ist schon richtig, habe ich auch danach gelassen. Ja, das würde ich ja wirklich lassen. Ich würde mich schon erstmal im Internet umschauen und gucken, wo es so ist. Vielleicht gibt es ja wirklich Frauen, die auch auf diese Größe noch, die sagen, die auch diese Größe ist uns noch egal. Wie siehst du denn sonst so aus? Wie ein bisschen großer Kerl, ein bisschen kleiner, ein bisschen dicker und dünner? Ja, sagen wir so, im Prinzip 1,88 Meter groß. Ja, so ein großer Kerl. Und 75 Kilo. Wie viel? 75. Ja, perfekt, perfekte Maße. Großer Kerl, schlanker Kerl, blond, braun? Dunkelblond, ja. Dunkelblond. Ja, ich will jetzt hier keine Verkupplungsshow machen, aber ich würde an deiner Stelle das nur so machen, indem ich da gleich ganz offen auf dem Forum des Internets ganz offen damit umginge, sonst hast du gar keine Chance. Ich würde mich jetzt nicht eingraben, obwohl ich das nicht kleinsprechen will. Ich glaube, dass es sehr ätzend ist, wenn man so viele Jahre es immer wieder auf die Nase gekriegt hat, immer auf die Nase. Dein Schwanz ist zu klein. Das ist natürlich Hammer, wenn man das hört. Das ist Hammer. Ja. Und mit der Gewissheit, dass man das nicht verändern kann, dass man damit leben muss erstmal. Das ist das eben. Vielleicht gibt es irgendwann irgendwelche Methoden, aber das kann auch sehr lange dauern. Im Moment würde ich an deiner Stelle dringlichst die Hände davon lassen. Ja, das ist richtig. Also ich meine, auch wenn jetzt die Größe nicht bedeutend ist, ist es aber so, es funktioniert. Und ein Eingriff kann dazu führen, dass auch die Funktion nicht da ist. Ja. Dann hat man natürlich gar nichts gewonnen. Ja, da bin ich jetzt auch davon ausgegangen, dass das alles funktioniert, ne? Dass die, Das ist richtig. Das ist eben halt nur irgendwo, man weiß nicht, ob man dann irgendwo in der Pubertät hätte Hormone geben können oder so, aber da denkt kein Mensch dran. Ja, da weiß ich auch nicht, ob man das noch verändern hätte können. Vielleicht ist es einfach eine genetische Sache. Manche haben große Hände, manche haben kleine Hände, große und kleine. Das ist halt, wie es ist. Ich meine, im Grunde genommen, es ist vielleicht, denke ich mal, vielleicht noch schlimmer als Frauen mit einem extrem kleinen Busen, weil erstens kann man den operativ aufpeppen. Ja. Und das ist an für sich ein Routineeingriff. Und zweitens ist es auch so, dass viele Männer ein kleiner Busen gar nicht stört. Mich zum Beispiel auch nicht. Ja. Aber umgekehrt ist halt die Frauen das als Mittel zum Zweck. Und das ist das Problem dann. Also, versuch es mal mit der Idee, die ich vorhin gesagt habe. Und mail uns mal irgendwann nochmal, ich will, wer interessiert, was daraus geworden ist, okay? Bist du noch da? Ja. Ja. Also, ich würde gern von dir nochmal eine Rückmeldung hören, sagen wir mal in ein paar Wochen, und dann gucken wir mal weiter. Einverstanden? Mhm, alles klar. Okay, Wolfram, bis dann, tschüss. Bis dann. Lucy ist hier, 22. Stimmt das, Lucy? Ja, das stimmt. Hallo, Lucy. Thema Feigheit heute. Ja, ich bin auch sehr feige. Warum? Weil mein Vater hat früher einen Pfadfinderstamm aufgebaut. Ein was für ein Stamm? Ein Pfadfinderstamm. Ein Pfadfinderstamm. Wegen mir. Wegen dir. Und ich war damals 7, weil ich unbedingt in die Pfadfinder wollte. Deshalb hat er einen Pfadfinderstamm aufgebaut. Ja. Sehr lustig. Naja.
Ich habe von dir gehört, einen Pfadfinderstamm aufbauen. Na gut. Ja, ne, so eine Organisation hat doch immer irgendwo einen Grundstein. Ja. Irgendwo muss einer anfangen. Ja. Und Vater hat halt in meiner Stadt damit angefangen. Ja, für dich. Ja, weil ich ja so gerne sowas machen wollte. Weil du so gerne sowas machen wolltest, genau. Genau. Und das hat ja auch 12 Jahre ungefähr Spaß gemacht. Mhm. Aber irgendwann ist die Zeit des Pfadfinderseins auch vorbei. Ja. Weil meine Freunde studieren alle in Bochum, Essen, Bonn, halt weit weg. Ja. Und ich bin immer noch in dieser Stadt, weil ich bin Erzieherin. Ja. Und ich habe auch jetzt ein paar Jahre diese Jugendgruppe halt mitgeleitet, so eine bestimmte Altersstufe. Also du bist immer noch bei den Pfadfindern? Ja. Bei diesem Stamm, den dein Vater, den dein Papa aufgebaut hat? Genau. Und möchtest aber eigentlich gar nicht mehr dabei sein? Überhaupt nicht. Und ich sage das auch immer wieder. Was macht denn ein... Ganz konkret, ich mag nicht. Ich möchte nicht mehr leiten, ich möchte, dass jemand sucht, der das für mich macht. Ja. Weil ich arbeite jeden Tag mit Jugendlichen zusammen und es macht mir wirklich Spaß. Ist schon professionell, ne? Wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und ich könnte mir meine Freizeitbeschäftigung einfach schöner vorstellen. Als? Was macht man denn als 22-jährige junge Frau bei den Pfadfindern? Was macht man? Da geht man singend in den Wald und holzt. Nee, Quatsch. Man hat so eine Kindergruppe und man trifft sich einmal in der Woche mit denen und dann geht man mit denen ins Kino, Eis essen oder spricht über Themen. Das ist eigentlich eine ganz lockere Sache. Aber irgendwie hast du keinen Bock mehr. Ja, weil ich den ganzen Tag mache. Und lang genug gemacht hast. Ja, finde ich auf jeden Fall schon. Ist dein Vater immer noch organisatorisch da tätig? Ja. Ja? Ja, also ziemlich heftig organisatorisch tätig. Ja, also er ist, glaube ich, immer noch so die Seele von diesem Pfadfinderstamm. Und es würde ihm das Herz brechen, wenn unsere kleine Lucy sagen würde, Papa, ich will nicht mehr. Genau. Weiß er denn, dass du ein bisschen unzufrieden bist damit? Ja, und der macht mir ein schlechtes Gewissen und sagt, genau, dann wird der ganze Stamm ja auch irgendwann zerbrechen und so. Mhm. Aber eigentlich ist mir das ja egal, weil es muss mir eigentlich wichtiger sein, was ich möchte und was ich tue, als ob da irgendein Pfadfinderstamm zerbricht. Ja. Das ist schade für die Kinder, wirklich. Würde denn der Pfadfinderstamm zerbrechen, wenn du nicht mehr da wärst? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an einer Person liegen könnte. Wie viel seid ihr denn da überhaupt? Ich will mir das mal vorstellen. Also man hat insgesamt ungefähr 50, 60 Kinder, die in 4 verschiedene Altersstufen aufgeteilt sind. Ja, also ein großer Stamm, ne? Geht noch viel größer. Er geht noch viel größer. Und wie viele Betreuer gibt es da? 10. Ja, also, da kann man doch auf dich verzichten. Die sind aber teilweise nicht geschult und für meine Altersgruppe bin nur ich geschult. Ja gut, dann muss man sich mal eine Weile so behelfen, bis da jemand Neues dann auch geschult ist. Ja, ich habe auch gesagt, ich möchte im Sommer eigentlich aufhören, weil ich im Sommer noch neben der Arbeit studiere. Ja. Und, also ich finde, dann musst du jetzt, wenn es dir auch leid tut, deinem Papa gegenüber ein bisschen härter auftreten. Ich finde das schon tapfer, wenn du bis zu deinem 22. Lebensjahr das durchgezogen hast. Und ich glaube, man kann gut Verständnis dafür haben, wenn du sagst, ich habe keine Lust mehr. Vor allen Dingen, wenn ich sogar beruflich mache den ganzen Tag, bin ich dem jetzt entwachsen. Ich habe es ja damals gerne gemacht und finde das auch eine tolle Sache. Und ne, aber nur ist auch gut. Und das muss er irgendwie auch kapieren. Mann. Ja, aber das ist so einer, der ist dann auf ewig, bis in alle Ewigkeit ist der sauer. Ja, ach nee. Der schmollt dann und der schreit dann rum und dann schmollt er wieder und dann hat ich wirklich irgendwann ein schlechtes Gewissen. Wohnst du noch bei deinen Eltern zu Hause? Nein. Nein, das ist nicht mehr. Naja, gibt ja viele, die noch sehr, sehr im hohen Alter von 22 auch noch zu Hause wohnen. Oh. Wie ist das Verhältnis denn sonst zu deinem Papa? Ja, da er halt ein Händchen dafür hat, mich unter Druck zu setzen, und er findet auch, dass ich unter Druck besonders gut arbeite, bin ich dann ja doch recht schnell ausgezogen. Sobald ich halt meine Anerkennungsjahr hatte, 800 Euro im Monat, bin ich ausgezogen. Mir war egal, in welches Loch. Und wohne auch seitdem. Also ich habe so, guck, das ist doch schon eine gute Aktion gewesen damals. Da hast du dich schon Phase 1 abgenabelt. Ja, genau. Ne? So, und jetzt kommt Phase 2 raus aus dem, aus dem Pfadfinderstamm. Und nicht feige sein. Nee, wirklich. Das muss er dann auch halt auch lernen. Das muss man als Eltern auch kapieren, dass die Kinder dann auch mal einen eigenen Weg gehen. Ich meine, das ist ja nichts Schlimmes, wenn du das dann machst. Das ist ja auch nichts. Dann ist er vielleicht, der schmollt er vielleicht und ist auch eine Weile eingeschnappt. Aber wenn er dich lieb hat, wird er sich schon irgendwann fangen und denken, na okay, ist ja auch gut. Was sagt denn die Mama? Ach, Mama hat mit Pfadfinder so gar nichts am Hut. Ja. Aber weil Vater schmollt, ist Mutter natürlich sofort auch... dann dritten Mitläufertum, da kann ich ja erstmal gar nicht mehr anrufen. Bist du Einzelkind?
Nein, nee. Wir sind drei Geschwister. So. Die anderen sind nicht in den Pfadfindern gewesen. Ach so, ja. Hätte ich das geahnt. Also Lucy, raus aus dem Stamm. Das kannst du deinem Vater euch antun. Das müssen Eltern auch aushalten. Ich hoffe nur, dass ich danach wirklich noch Kontakt zu meinen Eltern so habe. Nein, ich also, dann sagt, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Nein, pass auf, also wenn deine Eltern wirklich, ich kann ja verstehen, wenn die vielleicht ein bisschen sauer und traurig sind und so, aber wenn die wirklich deshalb definitiv den Kontakt zu dir aufkündigen, dann ist aber noch mehr im Busch. Und dann würde ich es ihnen wirklich sehr übel nehmen. Dass der ein bisschen enttäuscht ist und sauer und vielleicht mal ein kleines Päuschen einlegt, dass ihr euch nicht so oft seht, okay. Aber ganz abbrechen ist aber schlimm, finde ich. Also mach es. Du hast das Recht auf deiner Seite, finde ich. Das moralische Recht, das zu machen. Ja? Ja. Also, in diesem Sinne. Ja. Lucy, mach's gut. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Ein Pfadfinderstamm. Hier ist Jessica und Jessica ist 25 Jahre alt. Hallo Jessica. Ja, hallo Domian. Guten Abend, ich grüße dich. Ja, jetzt bin ich gespannt, warum und wieso du feige bist. Ja, ich bin so richtig feige, denn ich habe Angst, das Haus zu verlassen. Das Haus zu verlassen? Ja. Bist du angsterkrankt? Ich weiß nicht, ob es eine Erkrankung ist. Meine Nachbarn haben Hunde und da traue ich mich eigentlich noch nicht mal, die Treppe runterzugehen. Ich habe Angst vor Hunden. Also du wohnst in einem Mietshaus? Ja. Ja. Und hast Angst, die Wohnung zu verlassen? Ja, egal, ob es im Briefkasten ist, Wäsche waschen, zur Arbeit ist ganz schlimm, einkaufen auch. Aber es liegt nicht nur an den Hunden. Doch, also wenn ein Hund in meiner Nähe ist, ich laufe weg, ich laufe über die Straße, egal ob ein LKW oder ein Bus kommt oder so, ich laufe rüber. Wie lange warst du jetzt schon nicht mehr draußen? Doch, also ich gehe natürlich regelmäßig raus, aber hier unter einer sehr großen Anspannung. Mhm. Arbeitest du, hast du einen Job? Ja, natürlich. Ich bin Erzieherin. Du bist Erzieherin? Das heißt, ja. du musst zwangsläufig jeden Tag dann aus dem Haus? Ja, muss ich, egal wie, ne? Aber ist das jeden Tag dann verbunden mit Angst und Ja. Sehr große Überwindung kostet mich das. Wenn ich einen Hund in der Straßenbahn sehe, dann steige ich wieder aus und warte auf die nächste Straßenbahn. Also, wenn es von heute auf morgen keine Hunde mehr gäbe, wär dein Problem gelöst? Auf jeden Fall. Es liegt definitiv an den Tieren, an den Hunden. Ja, ich wäre super glücklich, wenn es die Tiere nicht mehr gibt. Hast du was Schlimmes erlebt mit Hunden? Bist du gebissen worden? Ja, als kleines Kind wurde mein ganzes Gesicht aufgebissen vom Hund. Oh. Ich sollte den Hund streicheln, bin ich hingegangen, wollte ihn jetzt streicheln, und dann bin ich runter, mein Gesicht war direkt zu seiner Schnauze und hat da zugebissen und das ganze Gesicht war auf und war am Bluten. Wie alt warst du da? 8 Jahre. Ah, wie schlimm. Hast du heute noch Narben davon zurück? Ja, wenn ich mich schminke, dann sieht's man nicht, aber ansonsten fällt es auf, ne? 8 Jahre, da kriegt man das ja schon richtig mit. Das muss ja ein Trauma, ein Schock für dich gewesen sein damals. Auf jeden Fall, obwohl es nur ein kleiner Dackel war, ne? Aber die können ganz giftig sein. Ja. Dackel können verdammt gehen. War ein Langhaardackel? Bitte? Ein Langhaardackel? Ja, so ein Rauhaardackel, ne? Rauhaardackel. Bist du ins Krankenhaus gekommen? Natürlich, das musste genäht werden. Und Bist du damals psychologisch noch ein bisschen betreut worden danach? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Das war der Fehler wahrscheinlich. Ich glaube auch. Jetzt bist du 25, das Ganze, das ist mit 8 passiert. Ja. Diese Angst vor den Hunden, ist die seit dem Unfall da oder ist die jetzt, je älter du wirst, sogar noch schlimmer und stärker geworden? Nee, die ist seitdem bis da. Das heißt, das muss für dich doch ein Horror sein, im Park spazieren zu gehen. Ja, ist recht, wenn die Hunde da frei rumlaufen, ne? Da klammere ich mich an Freunde fest. So ja, und weil Hunde sind irgendwie überall auf der Straße. Ne? Und, ja, wenn ich einkaufen gehe und da sitzt ein Hund vor der Ladentür, dann gehe ich halt weiter zum nächsten Geschäft. Ne? Da gehe ich nicht rein, auf gar keinen Fall. Hast du dir schon mal überlegt, ich sage jetzt mal was ganz Krasses, um vielleicht dieses loszuwerden, dir selbst einen Hund zu kaufen? Habe ich mir schon überlegt, aber ich glaube, das wird nichts bringen. Ich war halt auch schon mal in Therapie, aber dort haben die Psychologen mich dann damals nur ausgelacht. Dann habe ich das sofort abgebrochen, denn ich dachte, das bringt nichts, wenn die dich eh nur auslachen. Ne? Die haben dich ausgelacht? Wegen dieser Sache? Ja, die haben gesagt, ja, sie haben Angst vor Hunden, ne? Haben die dich ausgelacht? Und die haben gewusst schon, was für eine Auswirkung das hat, dass du kaum aus dem Haus magst mehr gehen? Ja, das wussten die. Wie findest du denn, wenn man so kleine Hunde sieht, so Welpen? In der Regel finden wir alle die ja putzig und süß. Ganz schlimm. Meine Nachbarn hatten auch jetzt Welpen bekommen, so. Also, nee. Direkt großen Bogen weggelaufen, geschrien und. Ja, weißt du, da würde ich auch sagen, dass das Wort feige hier nicht angebracht ist. Das nehme ich viel zu ernst, was du erzählst, als dass ich es feige nenne. Das ist ja eine Feige, in die Straßenbahn mitzufahren, wenn ein Hund drin ist, ins Geschäft reinzugehen, weil der Hund davor sitzen tut. Und ja, aber ich finde, das ist eine wirklich begründete Angst. Das ist eine Angst, weil du als Kind schwer verletzt worden bist von einem Hund und wahrscheinlich Todesangst hattest in dem Moment.
Und auch heftige Schmerzen, wenn ein Hund einem das Gesicht zerbeißt. Mhm. Ist das ja grauenhaft, das kann man sich ja gar nicht, will man sich ja gar nicht vorstellen. Ja, ist der Horror. Aber wirklich. Mhm. Da finde ich, da hast du aber ganz, ganz böses Pech gehabt mit deiner Therapeutin oder deinem Therapeuten, wo du warst, dass der so einen Unsinn erzählt hat. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass du nochmal dir einen guten Therapeuten suchen sollst. Ich habe mich auch gar nicht ernst genommen gefühlt von den Psychologen, auf gar keinen Fall. Das verstehe ich nicht. Das muss man doch sofort ernst nehmen, was du sagst. Ja. So, wir werden jetzt versuchen, dir ein bisschen zu helfen. Mhm. Ich finde, du solltest einen neuen Therapieversuch anstellen, auf jeden Fall, weil das sich sonst immer mehr verselbstständigt und immer mehr, und je länger du wartest, umso schwieriger ist es für dich, da rauszukommen. Mhm. Du legst auf, meine Psychologin Elke ruft dich an und dann überlegen wir mal. Okay? Domian, ich habe noch eine Frage an dich. Bitte. Wäre es möglich, wenn du mir ein Autogramm schicken würdest? Ja, dann sag bitte der Elke gleich deine Anschrift und dann machen wir das. Und die ruft mich zurück, ja? Die ruft dich zurück, ja? Ja, okay. Alles Gute, alles tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die Faxnummer. Nee, die Faxnummer sage ich euch nicht. Die sage ich nicht, aber die E-Mail-Adresse sage ich. Domian@wdr.de. Norbert, 58 Jahre alt. Hallo Norbert. Ja, hallo Domian. Hallo Norbert. Erstmal 1000 Komplimente für deine Sendung und für dich. Dankeschön, sehr nett von dir. Und freut mich unheimlich, dich erreicht zu haben. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja. Aber zu einem Thema, was ja so ein bisschen heikel ist, ne? Ja. Sehr heikel. Ich bin feige. Ja, bin ich. Warum? Ich habe aus Feigheit eine Frau geheiratet, mit der ich jetzt seit 34 Jahren verheiratet bin. Und zwar Feigheit deswegen, ich habe in meiner Jugend immer geglaubt, ich müsse froh sein, überhaupt eine Frau zu bekommen, weil meine Mutter mir das Wertegefühl gegeben hat, du bist dass ich keine Frau geben kann, die oder ein anderer Mensch, der mich mögen könnte. Das hat deine Mutter dir vermittelt? Ja. Warum? Ja, oder warum, weiß ich nicht. Doch, ich mittlerweile weiß ich, sie ist selber verhaltensgestört. Ja, ja. Ja. Und so hat sie dann habe so ich eine Frau kennengelernt und ich war froh, dass die, und dann habe ich um die gekämpft, dann hat die mich geheiratet und war froh darum und im Lau und erst jetzt halt viel zu spät stelle ich fest, dass ich gar nicht so unattraktiv bin, dass ich dankbar sein muss, dass mich überhaupt eine Frau geheiratet hat. 34 Jahre verheiratet ist ja eine verdammt lange Zeit. Ja. Wann hast du das denn nach wie vielen Jahren Ehe so kapiert, dass es die falsche ist und dass alles irgendwie falsch gelaufen ist? Ja, eigentlich von Anfang an. Und darin besteht ja die Feigheit, dass ich mich dazu nicht bekennen konnte, um Schluss zu machen. Warum machst du heute nicht Schluss? Oh je, wir haben zwei Kinder und eigentlich wunderbare Kinder. Es ist ja nicht alles scheiße gelaufen, die 34 Jahre. Aber die Kinder sind wahrscheinlich schon längst aus dem Haus und erwachsen. Ja, ja. Das heißt, du hast diese Frau, so hart das dann auch ist, wenn man das im Nachhinein sagt, nie geliebt? In Wirklichkeit nicht, nein. Weiß sie das? Ich weiß es nicht. Mhm. Sie ahnt es vielleicht. Mhm. Wäre das für dich einen... Also nur mal so in der Vorstellung, wäre das für dich eine Befreiung, wenn du von dieser Frau gelöst würdest? Ja und nein, das ist heute mein Konflikt. Mhm. Also ja, verstehe ich, sag mal nein. Nein ist einfach das Elternhaus unserer Kinder und alles aufgeben. Also ich würde sehr viel aufgeben, weil ich unheimlich an meine Kinder hänge, an meinen Kindern hänge und dass sie, also da habe ich eine... Mhm. Aber sag mal, wie alt sind die Kinder? 25 und 22. Ja, aber du verlierst deine Kinder doch nicht, wenn du dich von deiner Frau trennen würdest. Nein, aber das Elternhaus, also wenn wir uns trennen würden, würde ich den Kindern das Elternhaus nehmen und aber das... Irgendwie bin ich wieder feige, weil ich selbst jetzt noch nicht, weil ich Angst davor hätte, das alles aufzugeben, jetzt auf 34 Jahre wegzuwerfen. Aber weißt du, das waren ja nicht nur 34 Jahre alles Scheiße, das war ja schon auch viel gute Dinge. Aber ja, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, glaube ich dir auch. Aber ich nehme sehr ernst, wenn du sagst, ich habe diese Frau eigentlich nie geliebt und ich bin mit der Frau aus den und den Gründen, wie du sie gerade geschildert hast, zusammengekommen. Nun bist du, ich sag mal, erst 58. In diesem Fall sage ich mal erst. Das heißt, du bist noch kein alter Mann. Da bestünde schon durchaus schon noch die Chancen nochmal zu einem Neuanfang.
Und wenn du dir vorwirfst, dass du bisher immer feige gewesen bist, dann nutze doch jetzt die Chance, zu sagen, jetzt bin ich nicht feige. Ich versuche jetzt das Beste aus allem zu machen. Ich versuche ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern aufrechtzuerhalten. Du kannst ja auch weiterhin, wenn es irgend möglich wäre, in einem guten Kontakt mit deiner Frau bleiben, aber als getrenntes Paar eben. Und dann gehst du mal das Abenteuer ein und versuchst, ein eigenes Leben zu führen. Ob du nochmal eine Partnerin findest, weiß ich nicht. Das ist natürlich sehr schwierig. Aber es ist ein ganz neuer Anfang. Und du stündest vor dir selbst gut da, weil du dir sagen könntest, jetzt habe ich mir Mut gezeigt. Genau, das ist richtig. Und ich habe auch schon einen Schritt dahin gewagt. Ich habe im Moment ein Verhältnis mit einer Frau gefunden. Ach. Mh. Und was im Moment nur noch eine Bettgeschichte ist, aus der aber mehr entwickeln könnte. Ja. Aber immerhin hast du das schon gemacht. Weiß deine Frau davon? Nein, natürlich nicht. Mhm. Um Gottes Willen, das ist ja wieder meine Feigheit. Mhm. Ja, aber ich meine, das zeigt doch alles, wie sehr du weg willst. Ja, natürlich. Ja. Und du schmeißt deshalb ja auch nicht deine Vergangenheit auf den Müll. Du ziehst nur die Konsequenzen daraus, wenn auch spät, aber du ziehst sie noch. Es ist doch viel schlimmer, wenn du sagst, spinnen wir mal weiter, wir würden in 20 Jahren noch miteinander reden, dann bist du 78. Ja. Wenn du dann eingestehst, ich hab mich das nicht getraut. Hätte ich mal damals mit 58, da war ich noch ein junger Spund, hätte ich es mal da gemacht. Ja. Ja, das ist alles leicht gesagt. Ich weiß. Ich weiß, dass es leicht gesagt ist. Ja. Aber ich glaube, dass es dein Selbstwertgefühl enorm aufsteigern wird. Mhm. Wenn du ja, das ist immer noch nicht ausreichend vorhanden. Das glaube ich. Wahrscheinlich durch die, ich habe mich sehr viel mit Verhaltensforschung beschäftigt in meinem Leben und ich weiß, dass also diese Prägungszeit von allen Lebewesen, nicht nur von uns Menschen, in einer sehr frühen Kindheit ist. Ja. Da ist was schiefgelaufen. Ja. Und im Grunde genommen hat man da so einen Stempel auf dem Herzen, was man nie mehr los wird. Ja, aber umso stärker und größer wäre es, wenn du es jetzt schaffen würdest und wenn du es versuchen würdest. Ja. Und wenn du es dann geschafft hast, kannst du im Spiegel dich angucken und sagen, wow, es war sehr spät, aber ich habe es gemacht. Ja. Mach es. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Schauen wir mal. Ja. Tausend Dank und nochmal tausend Komplimente an dich. Dankeschön. Und ich wünsche dir tausendmal Glück. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik. Michael Verhoeven. Was haben wir morgen? Morgen ist Freitag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, sind wir wieder da. Diese Woche Samstag kein Promi-Talk. Dann ist ja auch Pfingsten, das Pfingstwochenende. Aber nächste Woche Samstag, passend zum großen Grand Prix, ist die große deutsche Grand Prix-Dame Nicole mein Gast. So, ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sagt Tschüss, bis morgen, bye bye.